Herzlich willkommen zu einem kleinen Tutorial. Und zwar zeige ich euch in diesem Tutorial, wie ihr Blöcke in Minecraft sichern könnt. Man sieht ja jetzt abgebaut. Und das Ganze ist am besten für Survival-Mode tauglich. Das heißt, es geht jetzt in Game 0. So, Enter. Und ja, diesen Block seht ihr, ich kann ihn abbauen, wie ich will, lalala, kann ich abbauen. Und ja, wenn ich mich dann diesem Altar hier nähere, dann seht ihr hier schon, werden Commands im Chat ausgelöst. Und ich kann hier eigentlich so ziemlich überhaupt nichts mehr abbauen. Natürlich kann ich hier Gras noch zerstören. Gras kann man immer zerstören. Aber man sieht, diese richtigen Blöcke hier kann ich nicht mal nicht mal etwas anhaben. Ich kann ja auch mal in Game Mode 1 gehen. Also im ersten Game Mode und kann mir hier zum Beispiel mal, für die Dia-Liebhaber kann ich mir nur das hier nehmen. Kann ich sie so ein bisschen verzaubern. Halt, mache ich jetzt hier Effizienz drauf. Dass ich hier halt eigentlich ganz schnell abbauen müsste. Und das Ganze dann, überhaupt nicht funktioniert. So. Konnte ich wenigstens erklären, während ich das gemacht habe. Und ja, wenn ihr hier seht, buggt das. Naja, wie ihr seht, es buggt rum. Das heißt, die Blöcke sind nicht wirklich weg. Aber, also halt auch für die anderen Spieler, hier seht ihr zum Beispiel die Glock. Ich kann hier nochmal den hier machen, so. Ihr seht ja, es ist weg, aber eigentlich ist es ja gar nicht weg, weil wenn ich dann nochmal hier neu auf meine Welt draufgehe, seht ihr, ist hier alles noch. Genauso wie es vorher war. So, man sieht hier, ich baue ab, aber ich backe hier im Block drin. Das heißt, dieser Block ist eigentlich überhaupt gar nicht mehr weg. Und ja, das Ganze geht folgendermaßen. Ich relog noch mal kurz, um zu zeigen, dass die Blöcke auch noch da sein sollten. Ja, hier seht ihr alles noch da. Und zwar seht ihr schon im Chat, dass ich mir hier die ganze Zeit Abbaulähmung gebe. Das heißt, ich kann eigentlich überhaupt nichts abbauen. Und ja gut, hier habe ich es geschafft zu buggen, weil es aus meinem Radius raus war. Aber naja, hier seht ihr einen Command-Block, der die ganze Zeit durch eine Glock ausgelöst wird. Und hier steht drin, Effekt, alle Spieler mit @A und direkt da hinten dran in eckigen Klammern, R-Radius gleich 15, also R gleich 15 in eckigen Klammern, dann Leerzeichen 4, Leerzeichen 1 und Leerzeichen 255. Das heißt, das hier ist für eine Sekunde, ich gebe das für eine Sekunde den Effekt 4 und das ist die Abbaulähmung. Für 200, also der Stärke 255. Ich kann das hier nochmal verändern. Ich weiß gar nicht mal, ob ich dann überhaupt was abbauen kann. Das verringert dann die Chance so um 100% und jetzt hat sich irgendwie, keine Ahnung, um 500% verringert. Also jetzt baue ich 500% langsamer ab, aber naja, man kann ja ab 100% schon nicht mehr abbauen. Und man sieht hier auch hier drauf, also wenn ich es da drauf setze, ich kann hier nichts abbauen. Man sieht nichts. Ich kann jetzt hier 10 Jahre stehen, ich baue nichts ab. Das ist wie in den neuen Tempeln in der 1.8. Und ja, das ist halt ganz einfach. Ich würde es lieber auf 5 statt auf 255 stellen. Auf 255 sieht zwar ein bisschen aus wie auf den professionellen Servern, aber das ist halt nicht so gut. Wie ihr das Ganze baut, das zeige ich euch jetzt nochmal ganz kurz. Ihr braucht folgende Items. Der Trichter ist jetzt nicht das Notwendigste. Und zwar gehe ich mal kurz hier raus. So, hier bin ich schon draußen. Und stelle mal hier so einen Command-Block hin. Das Ganze ist nur im Creative-Modus möglich. Blöcke kann man sonst normal nicht schützen. Und ja, hier gibt ihr einfach einen Effekt. Also das macht man normalerweise hier mit /Effekt. Und dann steht hier ja zum Beispiel, wenn ich das jetzt, wenn ich jetzt Enter drücke, Spieler, Effekt, Sekundenverstärkung. Und da geben wir jetzt hier einfach ein @P. Das steht für alle Spieler. Und ganz wichtig ist R gleich und dann der Radius an Blöcken hier hinzuschreiben, weil das heißt, das betrifft nur Spieler, die in diesem gewissen Radius sind. Das heißt, wenn wir jetzt mal, keine Ahnung, ich stelle es mal auf 3 ein, so 3, ja, dann ist das jetzt alles auf 3 eingestellt. Ich kann mal hier kurz so einen Block nehmen. Das heißt, ich gehe hier 1, 2, 3 und ab hier sozusagen, hier einmal um den Command-Block rum, werden hier die ganzen Spieler die ganze Zeit die Effekte bekommen. Können nichts mehr abbauen. Ich würde das immer 5 Blöcke oder 10 Blöcke weitermachen, damit die auch jetzt nicht einfach außerhalb stehen können und dann hier so abbauen können.
Das ist dann einfach sicherer. Aber so könnt ihr dann zum Beispiel diesen gesamten Radius hier schützen. So, dann gebt ihr hier einfach ein 4. Das ist der Effekt, Abbaulähmung. Ihr könnt hier zum Beispiel auch 1 eingeben und das Ganze machen. Da kriegt ihr in einer gewissen Dingsbums, in einem gewissen Radius die ganze Zeit Geschwindigkeit. Aber 4. Dann geben wir hier ein 1. Das heißt, es soll nur eine Sekunde lang gehen, dass man, wenn man aus diesem Radius wieder raus ist, diesen Effekt sofort nicht mehr hat. Und dann gebe ich hier einfach ein 5. Das heißt, ich kann hier nichts abbauen, egal was für Tools ich habe. Und dann machen wir einfach eine kleine Glock. Ihr könnt jegliche Arten von Glocks benutzen, die ihr kennt. Es gibt zum Beispiel auch die ganz simplen Repeater-Glocks hier. Die könnt ihr genauso gut verwenden, nur das Signal muss halt immer ausgelöst werden. So, das ist eine ganz normale Repeater-Glock. Die laggt zwar auf größeren Servern, deswegen habe ich sie jetzt hier nicht verwendet, weil, ja, keine Ahnung, weil ich denke mal, ihr verwendet das für einen Server und das ist nicht so gut. Und ja, man sieht es schon, ich bekomme mir die ganze Zeit Abbaulähmung, wenn ich hier drin stehe. Stehe ich hier drauf, kriege es immer noch. Wenn ich hier hin stehe, dann sieht man, das geht hier nicht mehr weiter. Das heißt, gleich verschwindet das hier so langsam. So, da verschwindet es gerade. Und ja, den Radius könnt ihr halt nach Belieben größer machen. Einfach hier eine größere Zahl eintragen, wo die 3 ist. Und so funktioniert das Ganze dann. Auf größeren Servern würde ich doch noch die andere Glock nehmen, die ich hier unten eben hatte im Raum. Da machen wir einfach solche zwei Hopper so ineinander, dass sie immer sich zuwerfen. Und machen dann hier einfach so einen Comparator hin. Und halt einen letzten Verstärker. Und so wird das jetzt ja auch die ganze Zeit ausgelöst und ich kann hier rein. Jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich alle, diese Schrift, die regt mich so auf. Da müsst ihr einfach eine Game Rule aktivieren. Und zwar heißt die Command Block Out. Put. Die ist gerade auf True, die setzen wir dann auf False. Und wenn ich jetzt hier reingehe, bekomme ich die ganzen Effekte, ohne dass hier irgendwas im Chat steht. Das heißt, man merkt es nicht. Wie gesagt, ich kann ja auch einfach eine 1 eintragen und bekomme innerhalb dieses Radius Geschwindigkeit. Juhu, ich bin super schnell. Oh, jetzt bin ich nicht mehr so schnell. Ja, ich bin super schnell. Oh, ich bin nicht mehr so schnell. Oder dass man halt nur in diesem Radius auf einmal richtig hoch springen kann. Auch geil für Adventure Maps verwendbar. Aber das ist ganz euch überlassen. So. Ja, und das wäre halt dann so die eine Möglichkeit, wo das dann auch wieder weggeht. Und ja, die andere Möglichkeit ist, euren Admin zu trollen zum Beispiel. Und hier seht ihr schon die ganze Zeit, dein Spielmodus wurde geändert. Diese Nachricht kann man leider nicht wegmachen, aber so wird der Spieler halt die ganze Zeit in Game Mode 2 gesetzt durch diese Glock. Und der wird dann im Radius von 10, wenn er dem Radius sozusagen zu nahe kommt, ist er als Strafe für immer in Game Mode 2, bis irgendein Admin das ändert. Okay, ich hoffe, euch hat das ganze Tutorial gefallen. Falls ihr noch Fragen, Verbesserungen oder ähnlich habt, einfach anschreiben oder sowas auf YouTube in den Kommentaren. Und ja, ich kann euch dann auf jeden Fall helfen, sofern es möglich ist. Aber in Minecraft ist eigentlich mittlerweile fast alles möglich. Das heißt, egal was ihr reinschreibt, ich kann euch ein Tutorial dazu machen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr könnt jetzt eure Server und so weiter besser schützen. Ihr könntet es auch noch ein bisschen anders machen. Aber naja, wenn ihr wollt, dass nur bestimmte Spieler das nicht abbauen können oder sowas, dann kann ich nochmal ein Tutorial machen, falls einer das mal fragt. Okay, bis zum nächsten Video. Haut rein und schützt euren Server. Tschüss.